Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Tales of Xillia. In der letzten Folge gab es einen feigen Hinterhalt und Sheraltons Oberhaupt, sag ich mal, wurde eiskalt ermordet. Vor den Augen von Jude und Elvin und Rowan. Rowan habe ich vergessen, Entschuldigung. Den habe ich gerade komplett ausgeblendet. Und noch dazu wurden Mila und Elise von den Rashugal-Leuten mitgenommen, verhaftet und abgeführt. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Fort Gandala. Ich glaube, Fort Gandala heißt das. Um die beiden zu befreien. Beziehungsweise die Schwester von Klein, Brizelle, ist auch mitgenommen worden. Und ja, ich habe im letzten Part eigentlich noch am Schluss gesagt, dass ich ein bisschen leveln möchte. Ich habe mir das ein bisschen anders überlegt, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Charaktere, also Mila und Elise, auch mitleveln, während ich hier level. Und ich möchte nicht einen zu großen Unterschied haben. Und ich habe gerade panische Angst, dass mein Laptop in Flammen aufgeht. Weil er gerade geknackst hat. Auf zu knacksen. Du einfach den Part fertig rendern. Du hast nur 6 Minuten, die überlebst du und dann schalte ich dich aus. Und dann bist du erlöst vom Rendern, okay? Bitte, bitte, bitte. Okay. So viel zu meinem Laptop. Ich liebe dich, Laptop. Ich muss mir echt überlegen, ob ich mir einen neuen zulege, weil das kann es nicht sein. Und nein, ich tue nicht gerade rendern und gleichzeitig aufnehmen. Ich tue über meinen PC aufnehmen und der Laptop ist mein Render-Sklave. Aber irgendwie mag er gerade nicht meine Kingdom Hearts Mods rendern. Es ist eh schon der letzte. Okay, so, zurück zu Tales of Xillia. Wie gesagt, ich weiß nicht eben, ob Mila und Elise mitleveln. Und dadurch, dass unser Team sowieso noch nicht vollständig ist, habe ich mir gedacht, dass ich wirklich so mit Level 19 jetzt dahin hinrenne. Und einfach, wenn wir wirklich Probleme haben sollten, würde ich einfach im Anschluss, wenn unsere Truppe komplett ist, einfach mal anfangen zu leveln. Beziehungsweise, bei eins kann ich schon sagen, dass gewisse Charaktere ab und zu wieder abspringen werden. Zwinker, zwinker. Typ mit orangen Haaren, zwinker, zwinker. Und ja, okay, genug gelabert. Da hinten leuchtet noch was. Ich habe ja eigentlich auch gesagt, dass ich hier alles ablaufe, aber das habe ich nicht wirklich getan, weil ich mir dachte, so, ja, es ist eigentlich nicht wirklich. Die Sachen sind zum Herzeigen und zum Suchen. Und ja, es ist einfach ein bisschen, sag ich mal, anstrengend, wenn man hier die ganzen Gebiete irgendwie so große Flächen hat, ja, so richtig große Flächen und alles erkundet. Ich meine zum Beispiel, da war ich schon tatsächlich, zum Beispiel es gibt ja Spiele, wo du wirklich eine Open World hast und wo es sogar Sinn ergibt, dass du halt alles absuchst und sowas und neue Sachen entdeckst, aber hier hast du zum Beispiel eigentlich nur so Sternchen und Gegenstände und mehr hast du nicht. Du hast hier eine Wüste und hier laufen einfach mal so jeder durch die Gegend, die du einfach abklappern kannst und dich einfach overleveln kannst. Da drüben war ich noch, glaube ich, gar nicht. Da möchte ich jetzt noch ganz schnell hingehen, bevor mich der Typ hier niedermetzelt. Ja. Das war's eigentlich. Groß und Ganzen. Also ich wollte das eigentlich alles ablaufen, aber ich dachte mir so, nee, wieso sollte ich das tun? Und um ehrlich zu sein, hatte ich auch gar keine Zeit dafür, weil ich mich, wie gesagt, einem anderen Let's Play, also Kingdom Hearts, eher gewidmet habe, damit ich das alles irgendwie die Reihe kriege mit dem Vorproduzieren. Und jetzt ist halt einfach mal Xillia dran, dass ich das hier vorproduziere oder weitermache in dem Fall. Ich fühle mich dezent verfolgt. Aber auch nur dezent. So. Einfach mal alles ablaufen und dann geht das schon, hätte ich gesagt. Was ich mir auch überlegt habe, das habe ich jetzt schon auch das gesagt, dass ich eigentlich Tales of Xillia die Parts länger machen möchte. Und ich mache das so fertig, dass mein Laptop so stinkt. So stinkt, es so verbrannt riecht. Also entweder es liegt an der Steckdose, kann es nicht liegen, weil es ist direkt vor meiner Nase und direkt vor meiner Nase ist mein PC und mein Laptop. Ich habe es wirklich alles abgerochen, das hört sich irgendwie seltsam an, aber es riecht so seltsam. Ich glaube, das Mainboard oder das Motherboard ist irgendwie geschmolzen oder so. Ich weiß es nicht. Ausrede, ich muss den dann ausschalten, war. Das riecht mich so, es riecht so widerlich. So richtig verbrannt.
Was ist mein Laptop wieso nicht und nicht der Kamin? Und ich habe das Fenster offen. Ich habe gerade echt keinen Plan, das macht mich gerade tierisch fertig. Aber na gut. Gehen wir einfach mal nach Fort Gandala. Nee, so extrem kann doch der Laptop nicht stinken. Das geht doch nicht. Tut mir leid, dass ich gerade von nichts anderem rede, aber es macht mich gerade wirklich ein bisschen nervös, dass der, dass das so komisch riecht. Aber ich glaube eher, das kommt von draußen. Das glaube ich nämlich eher. Er hat eh nur mehr ein paar Minuten, dann kann ich ihn abschalten. So, und wir haben eigentlich in dem Part nicht wirklich ganz viel geschafft, ja. Und er läuft schon 6 Minuten. Wir sind nur durch die Gegend gelaufen und ich habe über meinen Laptop geredet. So this is Fort Gandala. It looks like a steel castle. It was built to protect the trade routes, ostensibly anyway. But now it would seem they have abandoned all pretense. So how do we get in touch with your man on the inside? Follow me. Jude, I need you to climb into that shaft. Tap on the wall once. Twice, and then twice again. If you hear 3 taps followed by 1, that means everything is ready. I got the go sign. Good. Let's proceed. Please hurry. Good work. You have my gratitude, and that of the late Lord Klein. Everyone in the fortress has heard what happened in Sherrilton. It's hard for any of us to come to grips with this. I'd offer my shoulder to cry on, but we're kinda in a hurry here. What's going on inside, the short version? Of course. Lady Drisel and the others are locked in a cell on the 2nd floor. But that's not the worst of it. All the prisoners have had their legs bound with hex shackles. And those are? If anyone wearing one of those shackles steps across a hex zone like the one over there, that it's designed to explode. What? So even if we free them from their cells, they won't be able to escape until we can disable those shackles. It would take far too long to track down the keyholder. I suggest we seize the fortress's control room instead. Then we can deactivate the whole security system. We've been unable to pin down the control room's location. I'm sorry. Don't worry. We'll figure the rest out. You've been a huge help. Not to put the car before the horse, but we should make sure we have a way out of here. Would you see to our escape plan? Yes, sir. We'll command your carriage. Here, you'll need this key. It allows you to operate the elevators. Schlüssel für Lift erhalten. Okay. Okay, jetzt erinnere ich mich wieder. Das war jetzt ein richtig, richtig Gack Dungeon, sag ich mal. Der Typ da drüben kann euch alles beschaffen, was ihr braucht, gegen ein Entgelt, versteht sich. Ich mag euch rasch sogar Leute nicht. Ich kann da, glaube ich. Oh, ich kann da durch. Interessant. Wir sollten ja den zentralen Gang des Forts bewachen. Er müsste sicher sein, aber. Soll es dann noch Ärger geben, sagt uns Bescheid.
Typen kann man einkaufen gehen. So, wie komme ich nochmal auf die Karte? So. Suche das Steuerungsgerät. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier durch. Es ist verregnet, lässt sich nicht öffnen. Okay. Dann gehe ich halt auf die andere Seite, lässt sich die öffnen. Dann muss ich wohl hier durch. Ach so. In Fort Galana gibt es viele versperrte Zimmer, die sich nicht so einfach durchqueren lassen. Eure Freunde zu finden könnte also schwierig sein. Viel Glück. Du stehst also auf unserer Seite. Komme ich hier durch? Nein, okay. Also muss ich vielleicht mal auf die ganz andere Seite. Hallo? Okay. Du redest mit mir nicht. Du bist nicht, mir nicht freundlich gesinnt. Okay. So. Ich passe auf den Wagen auf, solange ihr ihn nicht braucht. Übrigens befindet sich hinter dieser Tür ein Raum, zu dem nur hochrangige Offiziere Zutritt haben. Nur wenige Leute besitzen einen Schlüssel dafür und wir gehören leider nicht dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, du hast keinen Schlüssel. Okay. The fort has four symmetrical floors surrounding a large central passage. Be careful not to get lost. How would a butler possibly know that? Just who are you? Who are you? Eine Schatztruhe. Ich wollte gerade sagen, dass zufällig eine Karte drin ist, aber es ist doch nicht so. Ah! Oh nein, das war das, wo ich mich dauernd verlaufe. Also ich glaube, dass wir diesen Dungeon regelrecht sehr lange sitzen werden, weil ich, mich hier regelrecht verlaufen werde. Der hat mich jetzt ernsthaft geschlagen. Kannst du schon? Nein, hast du nicht. Man, are we good or what? Ouch, the cold shoulder. Oh, gut, dass ich auch nicht trainiert habe, weil wir werden hier sowieso ein bisschen kämpfen müssen. Ich möchte nur kurz Elvin seine Frise umändern. Weil irgendwie, ich finde zwar Kratos Frisur cool, aber irgendwie gefällt sie mir im Moment echt nicht, weil Elvin nicht das eine coole Outfit hat, was ich haben möchte. So, das ist die Frage. So, das war der Lift. Standard nötiges Erdgeschoss. Lager ist, was Lager war? Lager war 01 und Kontrollraum ist 02. Okay. Also hier werde ich mich regelrecht verlaufen. Hinten ist eine Schatztruhe. Ich muss mal halt auch merken, wo ich war. Und ich finde es richtig cool, dass die Aura piekst nicht gerade. Ich muss mal meine Attacken ändern. Passt da eigentlich so? Mehr habe ich leider noch nicht. So. Wer tut hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen verbrauchen? Davon haben wir nicht so viele. Liebe Boys, spart eure AP oder tut einfach mit eurer Hand zuschlagen, dann füllt ihr eure AP wieder auf. Herr Jemini. So. Moment. Armer Ritter, ne? Dann tun wir halt mal einen armen Ritter essen. Hat mir zwar nichts getan, aber. Verstehe man. Ich glaube, das ist. Armer Ritter ist das, was ich Eierbrot sage eigentlich. Also auf. Achso, auf deutscher Sprache, ja. Also so wie es wie in. Also in. Egal, vergesst es. Ich nenne das eigentlich immer Eierbrot. Und nicht Amarita. Ich wollte gerade sagen, wieso greift mir Rowan an? So, weg mit dir. Pfui, geh weg, danke. Ja, ich weiß, dass ich im Moment eigentlich nur mit Jude kämpfe, aber ich könnte eigentlich jetzt mal hier so mit Elvin kämpfen. Einfach versuchshalber mäßig. Weil ich glaube nicht, dass mir die Rush-Sugar-Leute so viel anhaben können.
So, dann will ich einfach mal sagen, das Problem ist, wenn ich jetzt in einen Raum reingehe, dann respawnen alle Personen wieder. Also, doch respawnen, ja. So, gehen wir mal in den Raum rein. So. In dem Raum können wir einfach mal gar nichts machen. Gut. Das ist der Lift, da möchte ich noch nicht reingehen. Ich möchte mal hier... Das ist verriegelt, da komme ich nicht rein. Er läuft gegen die Wand, das ist für mich... Da komme ich auch nicht rein. Komme ich auf die andere Seite rein? Habe ich das eigentlich schon versucht? Ich bin mir nicht sicher. Ob ich auf der anderen Seite reinkomme? Okay, das ist jetzt blöd, wenn ich den Raum verlasse. Aber komme ich hier rein? Hier komme ich auch rein, okay. Hier ist sogar ein Speicherpunkt. Okay. Na gut, dann gehen wir mal wieder auf die andere Seite und benutzen dort mal ein Lift und gehen mal die ganze Stockwerke ab, damit wir einfach mal alles gesehen haben. Und der Typ, der spawnt echt nicht. Okay. Okay, ich kann den Aufzug nicht beknallen, weil es umsonst, dass ich hierher gelaufen bin. Manchmal bin ich ein echtes Duselchen, muss ich schon sagen. Aber ich verlaufe mich hier gerne. Also ich beim privaten Durchspiel, das beim ersten Mal, habe ich, glaube ich, auch 10 Jahre gebraucht, bis ich hier durchgekommen bin. So, jetzt laufe ich mal hier rein. Achso, ich bin Elvin, nicht Jude. Warum laufe ich denn so langsam? Bam. Nein, ich werde wieder kurz auf Jude umsteigen, weil ich einfach das Gefühl habe, es kommt gleich irgendwas-mäßig irgendwas. Weil sonst wäre hier kein Speicherpunkt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und das gefällt mir nicht ganz. Was hier dann so passieren wird. Worüber komme ich ja nicht. Das ist ja zu... Also, gehen wir mal da rein. Es ist verschlossen. Du brauchst wohl einen Schlüssel. Ich könnte es mich doch alle mal. Und woher kriege ich diesen Schlüssel? Kann ich hier durch? Nein. Ja, hier komme ich ja nicht weiter. Oder habe ich was verpasst? Hier war ich drin. Hier war ich. Da komme ich ja nicht rein. Wieso komme ich jetzt auf einmal doch da rein? Hi. War ich nicht gerade da und der kommt. Ich komme da gerade doch nicht rein, oder? Oder habe ich jetzt was verpasst? Hallo, Jude? Achso, ich habe keine MP mehr. Wie dann? Oh, No, we're not good. Okay. Schauen wir mal. Hallo, du? Ach, ich hasse Fort Gandalf. Ich mag von Fort Gandalf so gar nicht. Weil ich den einfach nicht zurecht finde. Das ist so richtig so ein Dungeon, den ich nicht leiden kann. Das ist aber ein bisschen traurig. Aber es gibt ja in jedem Spiel Dungeons, die man nicht leiden kann. Und für mich ist das halt eben in dem Fall dieser Dungeon. Wohl Dungeon. Eigentlich ist es ja kein Dungeon, weil... Okay, doch. Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal hier rein. Hier komme ich tatsächlich rein. Gut, ist hier irgendwas? Kann ich hier irgendwas in diesem Raum machen? Du kannst klettern. Ah, genau. Stimmt, ja. Hier ist eine Truhe. Okay, die sind gut. So, mehr hatten wir hier nicht. Dann gehe ich hier wieder raus und gehe mal in die Richtung. Ah, das ist eine Truhe. Rabenschwarze Feder. So, hi. Oh Gott, Jude ab und zu abgeht. Aber ich freue mich schon auf die späteren Attacken von Jude. Die sind richtig Hammer. So. Haben wir noch die?
nicht. Achso, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass wir noch ein bisschen mehr machen hätten können. Und Elvin hat ein Level Up und denkt sich nur, ist mir egal. Huch, jetzt dachte ich, dass hinter mir irgendwas gerade spawnt, aber es war doch nicht der Fall. Hier ist nichts. Feine Daunen. Das ist wieder der Lift, ne? Ja, dann gehen wir mal ins erste Obergeschoss. Jetzt geht meine Stimme auch schon weg. Nein. Hm? Das ist eine Kiste, die habe ich ganz genau gesehen. Nein! So. Würde ich mal gern hier rein. Die Tür ist zu. Da leuchtet was. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht gegen diese ganzen Leute hier kämpfen, weil das doch irgendwie, weiß ich nicht, anstrengend ist. Ich will eigentlich nur voranschreiten, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Ist hier was? Nein, hier ist... So, dann gehe ich mal hier rein. Da komme ich nicht rein. Dann hat sich der Raum für uns im Moment nicht wirklich ausgezahlt. Gut, dann gehen wir mal in die obere Ebene. Hier muss doch irgendwo der Schlüssel sein. Das kann es ja sonst nicht sein. Gut, dann gehe ich mal auf die Seite hin, weil ich ihn sicher auch schätze. Und hier ist kein Schatz. Nein! Mann, verdammt. Oh Gott, nein, nicht diese Golems. Zieht ihr nicht auf Wasser. So, das tut. Ich hab dir nicht zugehört, Elvin, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hab kein... Au, 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 au! Gott sei Dank, stirbt mir Rowan jetzt, oder was? Gut, dann tun wir halt den abregen, dann ist auch okay, kein Problem. Ich glaube, ich muss echt wieder Orangengummis kaufen, weil die gehen uns doch langsam aus. Vor allem, die würden wir regelrecht brauchen. Also, ich verstehe echt nicht, wo dieser Schlüssel sein soll. Tun. Ist da hinten eine Kiste? Hier hinten ist eine Kiste. Dazu muss ich an dieser netten Lady vorbei, die mich nicht vorbeilässt, weil da ja so viel Pixel noch dazwischen waren, wo wir eigentlich davon hätten rennen können. Tun soll. Baum. Aber das durfte ich natürlich nicht. Ich tue jetzt den einfach so vermögen. Achso, ich habe Erde abgeholt. Okay, ich verstehe. Aua! Das war mein Gesicht. Ich habe, glaube ich, noch gar keine Erdattacke. Und Rowan kämpft da hinten alleine. Aber ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht dahinter, dass sie einfach hier die Gruppen nicht aufgeteilt haben, aber einfach, dass eben hier Mila und Elise entführt worden sind. Brazil kann ich jetzt nicht wirklich dazu zählen, weil sie gehört, also sie ist ja eigentlich eine wichtige Person, aber sie gehört nicht zu unserem Team dazu. Und Alter, wie meine Stimme weggeht. Oh, ein Silberhelm. Und ja, das ist halt ein bisschen. Moment mal. Ich hole nochmal die Karte. Gut, gehe ich mal in die Richtung, weil da kann ich anscheinend nicht vorbei. Weil die Tür versperrt ist. Ach, ausgetrickst. So. Hier kann ich nicht rein. Kann ich hier rein? Ja. Ist hier vielleicht der Schlüssel? Looks like I can move this box. Gut. Greifen und dann schieben wir das mal darüber. Und du mal da raufklettern. Spring da einfach mal. Bin ich jetzt falsch gesprungen? Oh, Moment. Hä?
Aha. Ach, komm, Jude, bitte. Sei nicht nervig. Nein, warum schiebst du das so weit? Dann komme ich nicht mal in den Generator. Oh, doch, komme ich, okay. Ich dachte schon, ich komme nicht mal in den Generator ran. So. Okay, da wird nichts sein. Nun schiebe ich das. Auch in die Richtung, bis ich anstehe. Warum auch immer ich die Kamera nicht drehen kann, aber egal. So. Dann kletter darauf, bitte. Danke. So, nehme ich erstmal das. Da muss hier Geld drin sein und hier ein geheimer Gang. Oh dear, I felt that in my back. So. Runterspringen und dann muss ich mal hier lang, oder? Das ist gerade echt ver... Hä? Warte. Mir fällt gerade auf, dass hier die gleiche... Wo komme ich denn da hin? Moment. Moment. Ich glaube, ich mache das noch gar nicht. Ach, mich macht die Kamera teilweise fertig. Einfach aus dem Grund, weil die nicht das macht, was ich haben möchte. Und Jude macht das nämlich auch nicht. So, dann in die Richtung. Dann machen wir das. Okay, ich glaube, das speichern wir jetzt einfach unnötig, weil ich wäre nicht sicher, wenn ich da jetzt durchgehe, glaube ich, geht es mit der Story weiter. Und ich möchte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die Kiste dort oben haben. Durch hier raufklettern. Dann durch das hier mal runterstoßen. Dann durch hier springen. Dann durch das. Dann durchs Ziehen. Dann durchs mal in die Richtung. Und dann kletter ich hier rauf. Und dann hier nochmal rauf. Und dann sollte ich hier die Kiste haben. Gute Stiefel, okay. Für gute Stiefel kann man das ja mal machen. Ich würde mich interessieren, was da hinten auch ist. Und dann schieben, 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 schieben. Klettern. Da ist noch ein Gang, okay. Ich springe runter, lass mir das einfach so sein. Und dann geht's hier zu der anderen Seite mal, weil ich wissen, gerne wissen möchte, was dort ist. So. Ich glaube, ich bin in einen Bosskampf reingeraten. Ups. War dann wohl doch der richtige Weg. Aua. Ich will mal kurz interessieren, welches Level die haben. 16, okay. Also so schwach sind wir tatsächlich dann auch nicht. Also wir sind noch im Rahmen des Überlevelseins, sag ich mal. So. Gut. That soldier had a key on him. I believe it will grant us access to the control room. I thought you said hunting for keys was a waste of time. Life is full of surprises, mercenary. Lessons from a butler. Just what I needed. Kontrollraumschlüssel, okay. Wo ist denn wir sind von da gekommen? Okay, ich möchte jetzt eigentlich
noch einen anderen Raum angucken, was da gewesen wäre, falls das noch dort ist. Ja, scheint so. 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 Und dann geht er mal durch, bitte. Ach, gut. Das sieht mir zu kompliziert aus. Gut. Gehen wir hier durch. Ich habe die Tür aufgesperrt, das freut mich. Okay. Nein, nein, nein. Nein, nein. Huch, wir waren jetzt da. Dann gehen wir ins Erdgeschoss. Dann gehen wir da lang. Und dann werde ich hier nämlich einen Cut machen. Beziehungsweise ich werde zum Speicherpunkt darüber laufen. Wir können jetzt eigentlich in diesen Raum rein. Beziehungsweise. Nein, ich möchte nicht abbrechen. Ich möchte mich weiter speichern. Und ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und im nächsten Part geht es dann weiter auf die Suche nach Mila und Elise. Und Drizelle. Drizelle natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.